Okay, da sind wir wieder bei Soma und wir stehen vor irgendeinem Robotervieh. Das Ding dreht aber ziemlich am Rad. Nein. Hier stoßen wir doch jetzt gegen irgendwas. Vorsichtig. Ich glaube, ich habe auch schon gesehen, wo wir hin müssen. Da hinten ist dieser, da ist so ein Kasten an der Wand. Wie kommen wir da jetzt dahin? Irgendwas nehmen und werfen? Diese Geräusche. Das ist so heftig. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was soll ich denn jetzt nehmen? Die Dose hier? Hallo, du. Den scheint gar nichts zu interessieren. Da, friss. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Scheiße. Okay. Es hat uns erwischt. Es war ja klar irgendwie. Jetzt ist es eben weg und... Einfach nehmen und... Erstmal verschwinden hier. Boah, meine Güte, ey. Puh. Wo ist es jetzt? Lieber hier. Erstmal hier verstecken. Er ist da links von uns. Aber es patrouilliert nicht, oder? Es stand ja eben auch nur doof rum, oder patrouilliert es jetzt? Läuft es durch die Gegend? Okay, hier hinten in der Ecke vielleicht verstecken. Wo ist es denn? Ich muss ja gucken, sonst hängen wir hier fest. Irgendwie muss es weitergehen. Oh. Da steht es. Redet es? Und? Es läuft, oder? Dieser Sound, ey. Es kommt nicht. Scheiße, ey. Vor allem, wir können nicht noch einmal getroffen werden. Dann ist es aus und es versperrt uns ja dummerweise da den kompletten Weg. Und ich kenne keinen anderen Weg hier rum. Wir haben ja auch den ganzen Weg daher. Wobei, hier gibt es noch die Lüftungsschächte, aber die sind ja verschlossen. Beobachten. Tja. Oh.
Arsch. Das muss das Vieh doch gehört haben. Es läuft aber auch, glaube ich, rum, oder? Mali, hör auf. Es weint wieder. Es weint rum. Mali, hör auf jetzt. Ich glaube, das ist es da. Einmal da oben lang, damit wir nirgendwo gegenstoßen. Dummes Ding. Scheiße. Hier, Lüftungsschächte zu. Da kommen wir auch nicht durch. Kommst du jetzt? Immer beobachten. Okay, vielleicht können wir auch die Lüftungsschächte irgendwo hier aufmachen oder so. Oder auch nicht. Oh. Hier hinten ist auf jeden Fall etwas mehr Ruhe. Da ist nichts dran. Gibt's doch nicht, ey. Hallo. Es steht immer noch da. Noch mehr Krach? Nein, Mali, jetzt nicht. Oh Mann. Da können wir auch das Akku-Ding nicht mehr reinpacken, ne? Hier steht auch nichts drauf. Soll ich mich einfach dran vorbeischleichen? Alles ist gut. Es hat Scherenhände. Es ist Edward. Gott. Ah, heul weiter, heul weiter. Nein, 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 nein. Okay. Komm. Türe zu. Ah, drüben in den Raum. Ja, los. Nein, 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 nein. Wir leben immer noch? Scheiße, ey, wo ist es jetzt? Wir müssen dringend zu einer WAU-Station. Alter, erschreck mich doch nicht so. Boah, verdammtes Vieh. Ach, die WAU-Station. Heilen. Wird aber auch dringend Zeit jetzt und rein. Die Tür ist noch verschlossen, das heißt, es ist da nicht rausgekommen. Aber es muss nichts heißen. Okay, wir haben zwei Items. Uns fehlt noch etwas. Wo kriegen wir denn den letzten Teil her? Hier oben haben wir jetzt alles angeguckt. Glaube ich.
Hoffentlich müssen wir da nicht zurück rein. Da hinten ist noch ein Raum. Und der andere Raum da oben war ja auch noch leer. Gehen wir erstmal zurück. Ich glaube, könnte sein, dass der... Was? Es ist weg. S-R-I-S, was auch immer, ist weg. Wow. Verdammt, wo ist es hin? Oh nein. Verdammt, verdammt, verdammt. Waren die Türen alle offen? Ich mache erstmal hinter uns zu. Alter, warum tust du das? Der ist doch bestimmt jetzt hier. Ich gehe mal Catherine fragen, vielleicht weiß die, was jetzt los ist. Erstmal alles zumachen, dann hören wir zumindest, wenn es irgendwo durch die Türe kommt. Gas, 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 Gas. Schneller, schneller, schneller. Zumachen. Go look for a robot Cortex Chip. Danke, Catherine. Wir müssen noch den Cortex Chip finden. Können wir es jetzt einsetzen? Wahrscheinlich nicht. Gehen wir einfach direkt zurück, denn die Folge endet bald schon wieder. Wenn wir so weiter trödeln. Naja, bald. Wir haben erst die Hälfte geschafft. Ich bin durch. Ich will da gar nicht zurück. Ich will einfach meinen Schaltkreis abschalten und schlafen. Das war auch nur der leere Raum. Aber wir könnten uns hier in der Ecke verstecken, wenn es drauf ankommt. Besser als in dem Raum da oben. Ich traue dieser Ruhe nicht. Irgendwo rennt doch hier dieser Typ rum. Hast du mich hier reingelegt? Und irgendwo kommen nur noch diese Atemgeräusche her. Wobei ich glaube eher, es sind diese Luftpumpen. Ich schreck mich schon davor, wenn die scheiß Tür aufgeht. Dabei weiß ich doch, ich hab drauf gedrückt. Er ist immer noch weg. Dann halt runter. Wann hat's eigentlich das letzte Mal gespeichert? Ah, hier können wir wahrscheinlich aufmachen diesmal. Lockdown aufheben. Tür zu. Ist er das? Erstmal zu. Cortex-Chip. Diagnose. Oh, schon wieder ein Minigame. Okay. Ich drücke einfach mal ein bisschen rum.
Okay, einfach mal alle Strahlen auf die rechte Seite richten. So, jetzt haben wir alles an. Das klingt nicht richtig und nicht gesund. Müssen wir es im Kreis leiten? Jetzt ist es aus, jetzt ist nur die Optik an. Den Motor anmachen. Jetzt kommen zumindest nicht die komischen Geräusche, aber... Auswerfen, Cortex-Chip. Ich glaube, wir müssen es einmal nach da ganz rechts leiten. Dann hier runter. Den mittleren nach unten. Und den nach unten. Oh ja, super. Der Cortex-Chip. Ja. Erstmal verstecken. Rutsch mal Stuhl. Ein Stromstecker. Da sind diese Roboter an der Wand. Und da hinten gammelt ja immer noch einer rum. Nee, das ist ein Roboter. Das war nicht der von oben, oder? Oder doch? Ich mach mal lieber die Tür zu. Sicher ist sicher. Eine leere WAU? Wir waren doch hier noch gar nicht. Egal, Wayne. Das Herz von Alpha. Alpha, Alpha. Oh mein Gott. Alpha needs medicine. Alpha, Fragezeichen. Da war jemand aber extrem verrückt. Ich glaube, wir sind im Raum von dem Mädel. Warum? Meine Stuhl in Richtung Sicherheit schieben. Audio-Files. Strasky, are you there? I hear you, Herbie. What's up? Just wanted to check in. I have to go do something. I might not be around for a few days, okay? Really, Herbie, leaving the listening post? Must be important. It is, Strask. It is. Okay, then. Stay safe. Omicron, can you hear us? Loud and clear. Everyone all right? We will be as soon as we make friends with the power suits. I'm sure you'll get used to it. Just wanted to check in before we pass the last working Lumar probe. Guys, any last words to Omicron? Don't forget to take us off. You heard that, right? Don't worry, we won't forget. All right. Good luck, guys. Tau, please respond. This is Rally Herber calling from Omicron. Please respond, Tau. Unable to connect. Lumar relay out of range. Yeah, I get it. Unable to connect. Lumar relay out of range. Unable to connect. Lumar relay out of range. Okay, verstanden. Lumar Relay ist out of range. Das heißt, da können wir nicht hin verbinden. Tau war auch nichts mehr zu hören. Sie waren wahrscheinlich also nicht an Tau angekommen. Oder wir finden sie da. Okay. Jetzt heißt zurückgehen. Zurück. Und... Und die drei Teile einsetzen. Das geht doch nie im Leben gut. Leise, leise. Mo-
Moment, lag der da vorher auch schon so? Ist mir eigentlich egal, ich will hier jetzt weg. Speichern. Heißt das, wir können jetzt drauf gehen? Ist es wieder soweit? Er ist immer noch weg. Ich werde dir dahin folgen. Was? Okay, scheiß drauf. Beine Nieren. Wow. Nein. Oh, wir werden sterben, wir werden sterben. Wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben. Wir werden... Oh. Nein, 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 nein. Piss off another one of Wild's monsters. We have everything we need, right? Yeah. Let's get to work. Alter Falter! Mein Herz! Nein, ey, stellen die da echt das Monster noch in den Gang? Bevor wir jetzt hier erstmal weitermachen, an dieser Stelle der Endscreen, ich lasse euch nochmal ein wenig auf die Folter spannen. Ich glaube, wir haben jetzt auch den harten Part überlebt. Hoffentlich. Mein Herz geht, meine Pumpe, ich sterbe. Boah, übel. Übel, 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 übel. Wir haben es geschafft. Alter, ich dachte echt, ich guck nicht richtig, das Fieder. Naja, was hätte sonst sein sollen? So einfach wollten sie es uns nicht machen. Und deswegen jeder lange Gang da hinten. Wir mussten echt nochmal rennen. Zum Glück hat Catherine die Türen geschlossen. Ernsthaft. So. Dann werde ich jetzt auch hier mich erst einmal beruhigen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen.